Shalom, Salam und der Friede unseres Herrn und Retter Gottes, Jesus Christus, sei mit euch. Heute lesen wir das Buch Zacharia, welches bedeutet der Herr, der Ewige, Yahweh, der Vater, der Sohn, der Geist, der Heiligkeit, erinnert sich. Zacharia, Kapitel 1, Vers 1. Im achten Monat, im zweiten Jahr des Darius, geschah das Wort des Herrn zum Propheten Zacharia. Der Herr erinnert sich. Dem Sohn Berechias, der Herr segnet, des Sohnes Idos zu seiner Zeit. Der Herr ist heftig erzürnt gewesen über eure Väter. Und du sollst zu ihnen sagen, so spricht der Herr, der Heerscharen, Yahweh Zebaot. Kehrt um zu mir. Ist der Ausspruch des Herrn, der Heerscharen. Und ich werde mich zu euch umkehren, spricht der Herr, der Heerscharen. Seid nicht wie eure Väter, denen die früheren Propheten zuriefen. So spricht der Herr der Heerscharen. Kehrt doch um von euren bösen Wegen und von euren bösen Taten. Aber sie hörten nicht und merkten nicht auf mich. Ist der Ausspruch des Herrn. Eure Väter, wo sind sie? Und die Propheten, leben sie ewig? Doch meine Worte und meine Vorhaben, die ich meinen Knechten, den Propheten, gebot, haben sie eure Väter nicht erreicht? Und sie kehrten um und sagten, wie der Herr der Heerscharen vorhatte, nach unseren Wegen und nach unseren Taten an uns zu handeln, so hat er mit uns gehandelt. Vers 7. Am 24. Tag, im 11. Monat, das ist der Monat Schabbat, im zweiten Jahr des Darius geschah das Wort des Herrn zum Propheten Zacharia. Dem Sohn Berechias, des Sohnes Idos. Ein Einschub von mir. Wenn man die Namen übersetzt, bedeuten sie der Herr, der Ewige, Yahweh, der Vater,
der Sohn, der Geist. Erinnert sich. Der Ewige segnet zu seiner Zeit. Vers 8. Ich schaute des Nachts und siehe, ein Mann, der auf einem roten Pferd ritt. Und er war stehen bleibend zwischen den Myrten, die im Talgrund waren, und hinter ihm waren rote, hellrote und weiße Pferde. Und ich sagte: Was bedeuten diese, mein Herr? Und der Gesandte: Ha, Malach, der mit mir redete, sprach zu mir: Ich selbst will dir zeigen, wer diese sind. Und der Mann, der zwischen den Myrten hielt, antwortete und sprach: Das sind die, welche Jahwe ausgesandt hat, auf Erden umherzuziehen. Und sie antworteten dem Gesandten des Herrn: Malach, Jahwe! Der zwischen den Myrten hielt und sprachen: Wir sind auf Erden umhergezogen. Und siehe, die ganze Erde sitzt still. Und verhält sich ruhig. Aber der Gesandte des Herrn, Malach, Jahwe. Ein Einschub von mir. Malach, Jahwe. Der Gesandte Jahwes ist kein geringerer als der Sohn Gottes, welcher ab dem Neuen Testament offenbart wurde als der Gesandte des Herrn. Amen. Weiter im Text, ab Vers 12 nochmals. Aber der Gesandte des Herrn, Malach, Jahwe, antwortete und sprach: Jahwe Zebaoth, wie lange willst du dich nicht über Jerusalem
und die Städte Judas erbarmen, die du verwünscht hast diese 70 Jahre. Und Jahwe antwortete dem Gesandten, der mit mir redete: Gütige Worte, Worte von Tröstungen. Und der Gesandte: Ha! Malach! Der mit mir redete, sprach zu mir: Rufe aus! So spricht der Herr der Heerscharen: Ich eifere mit großem Eifer für Jerusalem und für Zion und mit großem Zorn zürne ich über die sicheren Nationen. Sie, nämlich als ich nur wenig zürnte, da haben sie dem Unheil nachgeholfen. Darum, so spricht der Herr: Lachen, O Amor, Jahwe! Ich habe mich Jerusalem in Erbarmen wieder zugewandt. Mein Haus soll darin gebaut werden. Ist der Ausspruch des Herrn der Heerscharen. Nun, Jahwe Zebaot. Und die Messschnur soll über Jerusalem ausgespannt werden. Rufe weiter aus! So spricht der Herr der Heerscharen: Meine Städte sollen noch überfließen von Gutem. Und der Herr, Jahwe, wird Zion noch trösten und Jerusalem noch erwählen. Amen. Kapitel 2. Und ich hob meine Augen auf und sah. Und siehe, vier Hörner. Und ich sagte zu dem Gesandten: Ha, Malach, der mit mir redete, was sind diese? Und er sprach zu mir: Das sind die Hörner, die Juda, Israel und Jerusalem
zerstreut haben, geworfelt. Und der Herr, der Ewige, Jahwe, ließ mich 4 Handwerker sehen. Und ich sagte, was wollen diese tun? Und er sprach, das sind die Hörner, die Juda derartig zerstreut haben, dass niemand mehr sein Haupt erhob. Und diese sind gekommen, um sie in Schrecken zu setzen und um die Hörner der Nationen niederzuwerfen, die ein Horn gegen das Land Juda erhoben haben, um es zu zerstreuen. Vers 5. Und ich hob meine Augen auf und sah. Und siehe, ein Mann der hatte in seiner Hand eine Messschnur. Und ich sagte, wohin gehst du? Und er sprach zu mir, Jerusalem, zu messen. Um zu sehen, wie groß seine Breite und wie groß seine Länge ist. Und siehe, als der Gesandte, ha, mal ach, der mit mir redete, herausging. Da ging ein anderer Gesandter heraus. Malach! Ihm entgegen. Und er sprach zu ihm, lauf! Rede zu diesem jungen Mann. Eine offene Stadt. Offenes Land wird Jerusalem bleiben. Wegen der Menge an Menschen und Vieh in seiner Mitte. Und ich selbst werde ihm ringsherum eine feurige Mauer sein, ist der Ausspruch des Herrn. Nun ja. Und ich werde zur Herrlichkeit in seiner Mitte sein. Vers 10.
flieht aus dem Land des Nordens, ist der Ausspruch des Herrn. Nun, denn nach den vier Winden des Himmels habe ich euch ausgebreitet, ist der Ausspruch des Herrn. Nun, ja! Vers 11. Wehe Zion! Rette dich, die du wohnst bei der Tochter Babels. Denn so spricht der Herr der Herrscharen. Nachdem die Herrlichkeit mich ausgesandt hat über die Nationen, die euch geplündert haben. Denn wer euch antastet, tastet meinen Augapfel an. Ja, siehe, ich werde meine Hand über sie schwingen. Schütteln! Und sie sollen ihren Knechten zur Beute werden. Und ihr werdet erkennen, dass der Herr der Heerscharen mich gesandt hat. Vers 14. Juble und freue dich, Tochter Zion. Denn siehe, ich komme und werde in deiner Mitte wohnen, ist der Ausspruch des Herrn. Nun, ja. Amen. Vers 15. Und an jenem Tag werden viele Nationen sich dem Herrn anschließen. So werden sie mein Volk sein. Und ich werde in deiner Mitte wohnen. Und du wirst erkennen, dass der Herr der Heerscharen mich zu dir gesandt hat. Und der Herr, Yahweh,
wird Judah als sein Erbteil besitzen, in Besitz nehmen, im heiligen Land, und wird Jerusalem aufs Neue erwählen. Alles Fleisch, schweige! Still, alles Fleisch, vor dem Herrn! Denn er hat sich aufgemacht aus seiner heiligen Wohnung. Amen. Kapitel 3. Der Sohn, der Geist und der Vater. Jod. Hey. Vav. Hey. Ja. Kapitel 3. Und er ließ mich den hohen Priester Jehoshua sehen, der vor dem Gesandten des Herrn stand. Und der Satan stand zu seiner Rechten, um ihn anzuklagen, ihm zu widerstehen. Und der Herr sprach zum Satan: Jahwe wird dich anschreien! Jäger, Jahwe, Satan! Jäger, Jahwe, Satan! Jäger, Jahweh, Satan! Ja, der Herr, der Jerusalem erwählt hat, schreit dich an! Ist dieser nicht ein Holzscheit, das aus dem Feuer herausgerissen ist? Und Jehoshua war mit schmutzigen Kleidern bekleidet und stand vor dem Gesandten. Ha! Malach! Und der Gesandte antwortete und sprach zu denen, die vor ihm standen: Nehmt ihm die schmutzigen Kleider ab
Und zu ihm sprach er: Siehe, ich habe deine Schuld von dir weggenommen und bekleide dich mit Feierkleidern. Und ich sprach: Man setze einen reinen Kopfbund auf sein Haupt. Und sie setzten den reinen Kopfbund auf sein Haupt und zogen ihm reine Kleider an und der Gesandte des Herrn mal auch ja. Stand dabei. Und der Gesandte des Herrn, Malach Jahwe, bezeugte dem Jehoshua: So spricht der Herr, der Heerscharen, wenn du auf meinen Wegen gehen und wenn du meine Anordnungen befolgen wirst, dann sollst du sowohl mein Haus richten, verwalten, als auch meine Vorhöfe beaufsichtigen, bewachen. Und ich werde dir Zutritt geben unter diesen, zwischen diesen hindurch. Das heißt, es wird unmittelbarer Zugang zum Herrn gewährt. Amen. Die hier stehen. Höre doch, Jehoshua! Du, der hohe Priester, du und deine Gefährten, die vor dir sitzen, denn Männer des Wunders, des Wahrzeichens, des Vorbildes, sind sie. Ja, siehe, ich will meinen Knecht, Spross genannt, kommen lassen. Denn siehe, der Stein, den ich vor Jehoshua gelegt habe,
auf einen Stein 7 Augen. Siehe! Siehe! Ich will seine Gravur eingravieren. Ist der Ausspruch des Herrn der Herrscharen? Ja! Und will die Schuld dieses Landes entfernen an einem Tag. Amen. Nochmal. Und will die Schuld dieses Landes entfernen an einem Tag. Zum dritten Mal. Und will die Schuld dieses Landes entfernen an einem Tag. Amen. An jenem Tag ist der Ausspruch des Herrn der Herrscharen. Nun, Yahweh Zebaoth! Werdet ihr einer den anderen einladen unter den Weinstock und unter den Feigenbaum? Kapitel 4. Und der Gesandte. Ha! Malach! Der mit mir redete, kam wieder und weckte mich wie einen Mann, der aus seinem Schlaf geweckt wird. Und er sprach zu mir: Was siehst du? Und ich sagte, ich sehe und siehe. Ein Leuchter ganz aus Gold. Und sein Ölgefäß oben auf ihm. Auf seinem Haupt. Und seine 7 Lampen auf ihm. 7 Gießröhren für die Lampen. Die oben auf seinem Haupt sind. Und 2 Ölbäume neben ihm.
einer zur Rechten des Ölgefäßes. Und einer auf seiner Linken. Und ich antwortete und sagte zu dem Gesandten: Ha! Malach! Der mit mir redete. Was sind diese, mein Herr? Und der Gesandte. Ha! Malach! Der mit mir redete, antwortete und sprach zu mir: Hast du nicht erkannt, was diese sind? Und ich sagte: Nein, mein Herr! Da antwortete er und sprach zu mir: Dies ist das Wort des Herrn an Zerubbabel. Nicht durch Macht und nicht durch Kraft, sondern durch meinen Geist. Ruachi. Spricht der Herr der Heerscharen. Wer bist du, großer Berg? Vor Zerubbabel werde zur Ebene. Und er wird den Schlussstein, Giebelstein, herausbringen unter lautem Zuruf. Gnade! Gnade! Für ihn! Und das Wort des Herrn geschah zu mir. Die Hände Zerubbabels haben die Grundmauern dieses Hauses gelegt. Und seine Hände werden es vollenden. Und du wirst erkennen, dass der Herr der Heerscharen mich zu euch gesandt hat. Vers 10.
Denn wer hat den Tag kleiner Dinge verachtet? Denn wer hat den Tag kleiner Anfänge verachtet? Und sie werden sich freuen und den Stein des Senkbleis in der Hand Zerubabels sehen. Diese sieben sind die Augen des Herrn. Sie schweifen auf der ganzen Erde umher. Und ich antwortete und sagte zu ihm: Was sind diese zwei Ölbäume zur Rechten des Leuchters und zu seiner Linken? Und ich antwortete zum zweiten Mal: Und sagte zu ihm: Was sind die beiden Zweigbüsche? Ähren der Ölbäume, die neben den zwei goldenen Röhren sind, die das Goldöl von sich ausfließen lassen. Ausgießen. Und er sprach zu mir: Hast du nicht erkannt, was diese sind? Und ich sagte: Nein, mein Herr. Nein, mein Herr. Da sprach er: Das sind die beiden Gesalbten, Söhne des Öls. Die bei dem Herrn der ganzen Erde stehen. Amen. Kapitel 5. Und ich erhob, und ich hob wieder meine Augen auf und sah. Und siehe, eine fliegende Schriftrolle. Und er sprach zu mir: Was siehst du? Und ich sagte: Ich sehe eine fliegende Schriftrolle.
Ihre Länge beträgt 20 Ellen und Ihre Breite 10 Ellen. Und er sprach zu mir: Dies ist der Fluch. Dies ist der Fluch, der ausgeht über die Fläche des ganzen Landes. Denn jeder, der stiehlt, ist bisher, wie lange nun schon ungestraft geblieben. Und jeder, der falsch schwört, ist bisher, wie lange nun schon ungestraft geblieben. Ich habe ihn ausgehen lassen. Ist der Ausspruch des Herrn der Heerscharen nun? Ja! Kommen in das Haus des Diebes und in das Haus dessen, der bei meinem Namen falsch schwört. Und mitten in seinem Haus wird er über Nacht bleiben und wird es vernichten, sowohl sein Gebälk als auch seine Steine. Vers 5, Kapitel 5. Und der Gesandte: Ha! Malach! Der mit mir redete, trat hervor und sprach zu mir: Heb doch deine Augen auf und sieh! Was ist dies da, das da hervorkommt? Ich sagte: Was ist es?
sprach. Das ist das Eva. Eva ist ein Hohlmaß. Die heutige Bestimmung des Fassungsvermögens schwankt zwischen 22 und 40 Liter. Dies ist das Eva, das hervorkommt. Und er sprach: Das ist ihr Aussehen, ihr Auge. Im ganzen Land. Und siehe, ein runder Bleideckel hob sich und da war eine Frau, die saß mitten im Eva. Und er sprach: Dies ist die Gottlosigkeit. Und er warf sie wieder mitten in das Eva hinein und warf den Bleideckel auf dessen Öffnung. Und ich hob meine Augen auf und sah. Und siehe, da kamen zwei Frauen hervor und Wind war in ihren Flügeln und sie hatten Flügel wie Flügel des Storches. Und sie hoben das Eva empor. Zwischen die Erde und den Himmel. Und ich sagte zu dem Gesandten: Hör mal auch! Der mit mir redete: Wohin bringen diese das Eva? Und er sprach zu mir: Um ihm ein Haus zu bauen im Land Shinar. Shinar. Und ist dieses aufgestellt, wird das Eva auf seine Stelle hingestellt. Kapitel 6.
und ich hob wieder, wendete mich und hob wieder meine Augen auf und sah und siehe. Gelobt sei dein heiliger Name, Herr Jesus Christus, ewiger Sohn Gottes des Höchsten, der du bist, Jahwe Zebaoth, der du bist, Jahwe Elohim, der du bist, ach ja, ich bin. Amen. Vier Wagen, die zwischen den zwei Bergen hervorkamen. Und die Berge waren Berge aus Bronze. Am ersten Wagen waren rote Pferde. Und am zweiten Wagen schwarze Pferde. Und am dritten Wagen weiße Pferde. Und am vierten Wagen schäckige, starke Pferde. Und ich antwortete und sagte zu dem Gesandten: Hör mal auf! Der mit mir redete. Was sind diese, mein Herr? Und der Gesandte: Hamalach! Antwortete und sprach zu mir: Diese sind die vier Winde. Ruhe! Des Himmels, die herauskommen, nachdem sie vor dem Herrn der ganzen Erde gestanden haben. Die schwarzen Pferde, die daran sind, ziehen aus ins Land des Nordens. Und die Weißen ziehen aus hinter ihnen her. Und die Schäckigen ziehen aus ins Land des Südens. Und die Starken ziehen aus. Und sie trachteten danach, hinauszugehen, um auf Erden umherzuziehen. Und er
sprach. Geht, zieht umher auf Erden. Da zogen sie auf Erden umher. Und er rief mich an und redete zu mir. Siehe, die, welche ins Land des Nordens ausgezogen sind, ausziehen, lassen meinen Geist Ruhe finden, stillen meinen Zorn im Land des Nordens. Vers 9. Und das Wort des Herrn geschah zu mir. Nimm Gaben von den Weggeführten, von Heldai und von Tobia und von Jedaja und geh du an diesem Tag. Geh in das Haus Josias, des Sohnes Zephanias, wohin sie aus Babel gekommen sind, und nimm Silber und Gold und mach eine Krone. Und setze sie auf das Haupt des hohen Priesters Jehoschuas, des Sohnes Jotzadaks, und sage ihm: So spricht der Herr, der Heerscharen. Siehe, ein Mann, Spross ist sein Name. Und es wird unter ihm sprossen. An seiner Stelle wird er sprossen. Amen. Und er wird den Tempel des Herrn bauen. Ja, er wird den Tempel Jahweh bauen. Amen. Und er wird Hoheit tragen
und wird auf seinem Thron sitzen und herrschen. Auch wird ein Priester auf seinem Thron sein. Und der Rat des Friedens wird zwischen ihnen beiden sein. Und die Krone soll dem Heldai, dem Tobia und Jedaja und der Gnade des Sohnes Zephanias im Tempel des Herrn zur Erinnerung sein. Amen. Und Ferne werden kommen und am Tempel des Herrn Jahwe bauen. Amen. Und ihr werdet erkennen, dass der Herr der Herrscharen Jahwe Zebaot. Mich zu euch gesandt hat. Und das wird geschehen, wenn ihr aufmerksam auf die Stimme des Herrn, eures Gottes, hören werdet. Kol Jahwe Eloheichem. Kapitel 7. Und es geschah im vierten Jahr des Königs Darius. Da geschah das Wort des Herrn zu Zacharia am vierten Tag des neunten Monat im Monat Kislev als nämlich Bet-El den Sarezar und Regem Melech und seine Männer sandte, um den Herrn anzuflehen und um die Priester, die zum Hause des Herrn der Heerscharen gehörten, und die Propheten zu fragen: Soll ich weinen im fünften Monat beim Fasten, wie ich es schon so viele Jahre getan habe?
Und das Wort des Herrn, der Heerscharen, geschah zu mir. Sprich zum ganzen Volk des Landes und zu den Priestern. Wenn ihr im fünften und im siebten Monat beim Wehklagen gefastet habt und dies 70 Jahre, habt ihr etwa mir gefastet? Und wenn ihr esst und wenn ihr trinkt, seid ihr es nicht, die da essen, und nicht ihr, die da trinken? Sind es nicht die Worte, die der Herr Jahweh durch die früheren Propheten in den Tagen ausrief, als Jerusalem bewohnt und ruhig war und seine Städte rings um es her und der Süden und die Schäffeler bewohnt waren? Und das Wort des Herrn geschah zu Zacharia. So spricht der Herr, der Heerscharen. Fällt zuverlässigen Rechtsspruch. Und erweist Güte und Barmherzigkeit einer dem anderen und bedrückt nicht die Witwe und die Waise, den Fremden und den Elenden. Und es sind nicht gegeneinander Unglück in eurem Herzen. Aber sie weigerten sich aufzumerken und zuckten widerspenstig die Schultern. Und machten ihre Ohren schwerhörig. Um nicht zu hören. Und sie machten ihr Herz zu Diamant. Um die Weisung nicht zu hören. Noch die Worte, die der Herr der Heerscharen durch seinen Geist Ruach sandte durch die früheren Propheten. So kam ein großer Zorn auf
beim Herrn der Herrscharen. Und es geschah, wie er gerufen und sie nicht gehört haben. Gehört hatten. So werden sie rufen. Und ich werde nicht hören. Spricht der Herr, der Herrscherin. Ja! Amen. Und ich verwehte sie über all die Nationen hin, die sie nicht kannten. Und das Land wurde hinter ihnen verödet, sodass niemand hindurchzieht und zurückkommt. Und sie machten ein kostbares Land zur schaurigen Öde. Kapitel 8. Und es geschah. Das Wort des Herrn, der Herrscharen. So spricht der Herr, der Herrscharen. Ku-Amar. Ja! Zebaut! Ich eifere für Zion mit großem Eifer. Und mit großem Zorn eifere ich dafür. So spricht der Herr. Ku-Amar. Ja! Ich kehre nach Zion zurück und wohne mitten in Jerusalem. Amen. Ja, Amen. Und Jerusalem wird Stadt der Treue genannt werden. Und der Berg des Herrn, der Herrscharen, ja! Heiliger Berg,
So spricht der Herr, der Heerscharen. Kuamar! Ja! Es werden noch Greise und Greisinnen auf den Plätzen von Jerusalem sitzen. Jeder seinen Stab in seiner Hand. Wegen der Fülle der Tage und die Plätze der Stadt werden voll von Jungen und Mädchen sein, die auf ihren Plätzen spielen. So spricht der Herr der Heerscharen. Kuamar! Ja! Wenn das zu wunderbar ist in den Augen des Restes dieses Volkes in jenen Tagen, sollte es auch in meinen Augen zu wunderbar sein, ist der Ausspruch des Herren der Heerscharen. Vers 7. So spricht der Herr der Heerscharen. Siehe, ich werde mein Volk retten aus dem Land des Aufgangs und aus dem Land des Untergangs der Sonne. Und ich werde sie zurückbringen. Und sie werden mitten in Jerusalem wohnen. Und sie werden mein Volk und ich werde ihr Gott sein in Treue und Gerechtigkeit. So spricht der Herr der Heerscharen. Eure Hände seien stark, die ihr in diesen Tagen diese Worte aus dem Mund der Propheten hört, die zu der Zeit wirkten, als die Grundmauern des Hauses des Herrn der Heerscharen gelegt wurden, damit der Tempel erbaut wurde. Denn vor diesen Tagen war kein Lohn für den Menschen. Und Lohn für das Vieh gab es nicht. Und wer aus- und einging, hatte keinen Frieden vor dem Bedränger. Und ich ließ alle Menschen gegeneinander los. Nun aber will ich für den Rest
dieses Volkes nicht wie in den früheren Tagen sein, ist der Ausspruch des Herrn der Heerscharen, sondern die Saat des Friedens, der Weinstock, wird seine Frucht geben. Und die Erde wird ihren Ertrag geben. Und der Himmel wird seinen Tau geben. Regen geben. Und den Rest dieses Volkes werde ich all das erben lassen. Und es wird geschehen, wie ihr ein Fluch unter den Nationen gewesen seid. Haus Juda, Beit Jehuda und Haus Israel, Beit Israel. So werde ich euch retten und ihr werdet ein Segen sein. Fürchtet euch nicht! Eure Hände seien stark! Denn so spricht der Herr der Heerscharen! Ebenso wie ich mir vorgenommen hatte, euch Böses zu tun, als eure Väter mich zum Zorn reizten. Spricht der Herr der Heerscharen, und ich es mir nicht leid tun ließ. So habe ich mir wieder vorgenommen, in diesen Tagen Jerusalem und dem Haus Jehuda Gutes zu tun. Fürchtet euch nicht. Dies sind die Dinge, die ihr tun sollt. Redet nur die Wahrheit, einer mit dem anderen. Fällt zuverlässigen und heilsamen Rechtsspruch. In euren Toren und sind nicht keiner von euch in euren Herzen, auf das Unglück des anderen. Und falschen Eid liebt nicht, denn all dieses ist es, was ich hasse. Ist der Ausspruch des Herrn. Amen. Vers 18. Und das Wort des Herrn
der Heerscharen geschah zu mir. So spricht der Herr der Heerscharen. Das Fasten des Vierten und das Fasten des Fünften und das Fasten des Siebten und das Fasten des Zehnten. Wird dem Haus Jehuda zum Jubel und zur Freude und zu fröhlichen Festzeiten werden. Doch die Wahrheit und den Frieden liebt so spricht der Herr der Heerscharen. Es werden noch Völker und Bewohner vieler Städte kommen. Und die Bewohner der einen werden zur anderen gehen und sagen: Lasst uns doch hingehen, den Herrn um Gnade anzuflehen und den Herrn der Heerscharen zu suchen. Auch ich will gehen. Und viele Völker und mächtige Nationen werden kommen, um den Herrn der Heerscharen in Jerusalem zu suchen und den Herrn anzuflehen. Vers 23. So spricht der Herr der Heerscharen. Amor. Ja. In jenen Tagen, da werden 10 Männer aus Nationen mit ganz verschiedenen Sprachen zugreifen. Ja, sie werden den Rockzipfel eines jüdischen Mannes ergreifen und sagen:
Wir wollen mit euch gehen. Denn wir haben gehört. Dass Gott mit euch ist. Amen. Ja, Amen. Gelobet sei dein heiliger Name, Herr Jesus Christus, der du diese Bibel lese, geleitet und geführt hast, Kraft gegeben in deinem heiligen Namen, Herr Jesus, Sohn Gottes des Höchsten. Yehovah Recha. Yasem lecha shalom. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht über dir leuchten und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und gebe dir Frieden. Amen. Amen.